Hallo und herzlich willkommen zu den Allgäu TV Nachrichten. Schön, dass Sie am Faschingsdienstag den Weg zu uns gefunden haben. Für Kehraus ist später immer noch Zeit. Erst einmal widmen wir uns den aktuellen Geschehnissen im Allgäu. Und zwar mit diesen Themen heute. Mit ganz großem Werkzeug. Bäume werden an der Kemptner Burghalde gefällt. Was tun bei Mobbing? Wir sprechen mit Polizeihauptmeister Marius Fromme. Eine Chance für Kaufbeuren. Der Bahnhof könnte barrierefrei werden. Und das Wetter. Es wird deutlich kälter. Vielerorts schneit es. Ab und zu zeigt sich die Sonne. An Straßenrändern oder auch in den Städten und Gemeinden werden jetzt wieder nach und nach die Bäume und Sträucher gestutzt. Grünpflege heißt das im Kommunalwesen. Und die wird in den meisten Fällen von den Mitarbeitern der Bauhöfe erledigt. In Kempten hat man jetzt dafür aber eine Spezialfirma engagiert. Und auch das Werkzeug, das sie mitgebracht haben, war speziell. Kemptner, die im Bereich der Burghalde wohnen, wissen, was jetzt kommt. Kommt der Winter noch oder kommt er nicht mehr? In manchen Fällen kann man nicht warten, bis sich das Wetter entscheidet. Da müssen Fakten geschaffen werden, wie hier an der Burghalde in Kempten. Grünpflege steht an in Kemptens Naherholungsgebiet mitten in der Stadt. Aber an Erholung ist erstmal nicht zu denken. 35 Bäume müssen gefällt werden. In erster Linie Eschen, aber auch Ahorn, Fichten und Kiefern fallen heute. Schnell war Kritik von Naturschützern laut geworden. Aber laut der Stadt werden die Bäume aus gutem Grund gefällt. Also zunächst einmal muss man sagen, wir fällen keinen einzigen Baum, der gesund oder vital ist. Sondern alle Bäume haben Einschränkungen. Eschentriebsterben ist hier ein wichtiger Punkt, Pilzbefall. Wir haben aber auch Bäume in Schräglage, die drohen umzustürzen. Und ich sage gerade mal vor dem Hintergrund auch des Sturmtiefs, der Erfahrungen der letzten Wochen, handeln wir hier, glaube ich, richtig. Es ist nicht alltäglich, dass so viele Bäume auf einmal entnommen werden. Und weil auch das Gelände, auf dem sie stehen, eine Besonderheit hat, ist auch das Arbeitsgerät außergewöhnlich. Ein Hubschrauber wird die abgesägten Bäume transportieren. Das ist schon was anderes, als einfach ein Gebüsch am Rand der Bundesstraße zu stutzen. Aber für die Baumpflegefirma aus Buchenberg sind außergewöhnliche Methoden gar nicht so außergewöhnlich. So ein Hubschraubereinsatz ist aber auch für Chef Lukas Meyers nicht alltäglich. Jetzt in so einem Steilhang ist es für uns auch eine Ausnahme, dass man dann eben die Helikopterfällung vorzieht. Wir haben verschiedene Methoden durchgespielt, aber Helikopter war am wirtschaftlichsten letzten Endes. Und von daher sind wir auch immer ein bisschen angespannt. Wir machen das seit vielen Jahren mit der Firma aus Österreich eben zusammen. Und jetzt zum zweiten Mal in Kempten eben. Von daher sind wir da ganz gut gerüstet. Ein Hubschraubereinsatz mitten in der Stadt ist natürlich nie ohne Risiko. Manchmal aber, wie in diesem Fall, nicht anders möglich. Die Bäume drohen umzustürzen, die Verkehrssicherheit steht im Vordergrund und ein Einsatz mit Kränen und Lastwagen würde das Naherholungsgebiet Burghalde zerstören. Das Problem auch bei der Burghalde sind natürlich die ganzen Wegebeziehungen, der Hügel. Man kann hier nicht mit schwerem Gerät reinfahren. Und deswegen haben wir uns entschieden, hier mit dem Helikopter diese Entnahme zu machen. Das alles gibt es natürlich nicht umsonst. Rund 50.000 Euro lässt sich die Stadt Kempten das Ganze kosten. Ein Großteil davon geht natürlich auf den Einsatz des Hubschraubers. Es sind aber auch viele Mitarbeiter im Einsatz. Neben den Kletterern hoch oben in den Bäumen werden auch viele Arbeiter für die Sicherheit unten am Boden gebraucht. Also wir haben hier einen riesen Absperrplan eben, dass alle Aufgänge, da darf keine Person rein. Deshalb haben wir allein 20 Bodenmänner eingestellt, die nur die Absturzsicherung machen. Dann haben wir 6 Kletterer, 4 immer permanent in den Bäumen und 2 Sicherungskletterer, die zur Not immer noch einmal mit aufsteigen können. Genau, also so um die 25 bis 30 Leute mit Holzrückunternehmen sind wir jetzt vor Ort. Inzwischen sind die Arbeiten wie geplant abgeschlossen. Die Straßen rund um die Burghalde sind wieder sicher und im Wohngebiet ist wieder Ruhe eingekehrt. Ruhig wird es übernächstes Wochenende in Ofterschwang ganz sicher nicht. Da ist der Skizirkus zu Gast, wenn die besten Athletinnen beim FIS-Ski-Weltcup
an den Start gehen. 10.000 Skifans werden erwartet und Sie können mit dabei sein. Wir verlosen Karten für den Riesenslalom am 7. März und den Slalom am 8. März. Wenn Sie die Besten der Besten hautnah anfeuern wollen, dann schicken Sie uns eine E-Mail mit Ihren Kontaktdaten und dem Betreff Skiweltcup an gewinn@allgäu.tv. Viel Glück! Ja, und Glück im Unglück hatten die Bewohner eines alten Bauernhofs in Nesselwang. Dort hat es heute früh lichterloh gebrannt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Mehr dazu gleich in Kompakt. Wenn im Frühjahr die Bäume blühen, das frische Grün sprießt und ich mit dem Fahrrad durch die Hügellandschaft des Vorallgäus, Westallgäus radeln darf und Sonne und Landschaft genießen kann. Allgäu TV. Wir sind das Allgäu. Immer gut beraten. Die Kastanienapotheke im Ärztehaus am Forum. Bahnhofstraße 42 in Kempten. Waffenbär. Das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Ganz oben. Obertauern. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Wir feiern 50 Jahre Glücksspirale. Mit der Jubiläums-Sonderauslosung am 7. März. 200 mal 5.000 Euro extra. Philipp ist einfach clever. Denn er weiß, wenn er jetzt Präg, Strom oder Erdgas bestellt, spart er 5 Cent beim Tanken. Mit der Präg Clever Card. Einfach auf www.präg-clevercard.de gehen, zu Präg wechseln und sparen. Präg, wir verstehen Energie. Gültig für maximal 1000 Liter Kraftstoff an ausgewählten Präg-Tankstellen. Vertragsbedingungen auf www.präg-clevercard.de. Die Maria-Barth-Schule Lindau hat ab dem Schuljahr 2020-2021 einiges zu bieten. Es gibt Jungs an der Schule, einen flexiblen Ganztagsunterricht mit abwechslungsreichen Lern- und Entspannungsphasen, iPads für digital unterstütztes Lernen und zusätzliche innovative Förderfächer. Die Meldungen vom Dienstag. In Nesselwang im Ortsteil Schneidbach ist heute Morgen eine Scheune komplett abgebrannt. Gegen 4 Uhr in der Früh ging der Notruf bei der Feuerwehr ein. Als die Feuerwehrleute auf dem Gelände des ehemaligen Bauernhofs ankamen, brannte dort bereits eine Scheune lichterloh. Heftiger Wind erschwerte die Löscharbeiten und ließ die Funken durch den ganzen Ort fliegen. Die Flammen griffen auf das angrenzende Wohngebäude über. Wie die Feuerwehr berichtet, brannte der Dachstuhl des alten Bauernhauses aus. Die Bewohner blieben aber unverletzt. Die Feuerwehr konnte außerdem verhindern, dass die Flammen auf andere Grundstücke übergriffen. Nach rund 3 Stunden war das Feuer in Nesselwang gelöscht. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehr als 500.000 Euro. Die Brandursache ist noch unklar. Die Polizei ermittelt. Schwerer Unfall bei Leutkirch. Bei einem Verkehrsunfall heute Morgen auf der A96 zwischen Leutkirch-West und Eichstätten ist eine Frau schwer verletzt worden. Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge kam die 44-Jährige mit ihrem Fahrzeug aus bislang nicht geklärter Ursache ins Schleudern und kam quer zur eigentlichen Fahrtrichtung zum Stehen. Ein nachfolgender LKW erkannte in der Dunkelheit das Fahrzeug zu spät und prallte mit großer Wucht in die Fahrerseite. Durch die Kollision wurde die 44-Jährige im Wagen eingeklemmt. Sie musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Schweizer Rettungshubschrauber brachte die Schwerverletzte in ein Krankenhaus.
Der 53-jährige Lkw-Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der polizeilichen Unfallaufnahme war die A96 in nördlicher Richtung bis etwa 9 Uhr voll gesperrt. Bahnfahrer, vor allem im Westallgäu, müssen sich einige Tage auf Behinderungen einstellen. Die Bahnstrecke zwischen Lindau, Hergatz und Wangen ist gesperrt. Deshalb fallen einige Zugverbindungen aus. Grund für die Sperrung? Die Bahn nimmt ein neues elektronisches Stellwerk in Betrieb. Mit diesem Stellwerk werden insgesamt 6 alte Maschinen ersetzt. Die Weichen können so künftig per Mausklick gesteuert werden. Von der Sperrung betroffen ist im Fernverkehr die Strecke zwischen Lindau und München. Bis einschließlich Samstag fahren hier keine EC-Züge. Im Regionalverkehr geht es um die Strecke zwischen München, Memmingen, Kempten und Aulendorf. Auf dem betroffenen Abschnitt zwischen Lindau und Hergatz hat die Deutsche Bahn einen Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Informationen dazu finden Fahrgäste an den Bahnhöfen und online. Lagerhalle in Buchlohe abgebrannt. Am Sonntagabend ist in Buchlohe eine Lagerhalle für Holzverschnittelemente abgebrannt. Nach Angaben der Polizei war das Feuer gegen 21.30 Uhr in der Halle ausgebrochen. Aufgrund der teils orkanartigen Böen gestalteten sich die Löscharbeiten schwierig. Insgesamt waren 75 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Buchlohe und Lindenberg im Einsatz. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt. Die Kripo Kaufbeuren hat die Ermittlungen aufgenommen. In Immenstadt wird es im staatlichen beruflichen Schulzentrum ab kommendem Herbst eine weitere Fachrichtung geben, und zwar im Bereich Holzverarbeitung. Sowohl das Kultus als auch das Finanzministerium in München haben nun dem Antrag des Landkreises Oberallgäu für eine staatliche Fachschule für Holztechnik zugestimmt. Die neue 2-jährige Schule soll dann im Herbst mit 1 bis 2 Klassen starten. Insgesamt werden es also maximal 4. Die Klassenzimmer für den Theorieunterricht werden im bestehenden Gebäude untergebracht. Dennoch soll gebaut werden. Insgesamt 2,9 Millionen Euro will man investieren. Der Landkreis Oberallgäu wird in seiner Funktion als Träger rund die Hälfte davon übernehmen. Mit der neuen Fachschule in Immenstadt existiert in Bayern lediglich noch in Rosenheim eine weitere staatliche Fachschule, die dieselbe Ausbildungsrichtung anbietet. Das waren die Meldungen vom Dienstag. Und jetzt noch der Blick auf die Wetterkarte. Das Adlerwetter wird präsentiert von den Oberstdorf-Kleinwalsertal-Bergbahnen. Entdecke jetzt alle Adler 7 Stationen und mach die 2-Länder-Skiregion zu deinem Revier. Heute Nacht liegen die Temperaturen mit minus 1 Grad bis 0 Grad um den Gefrierpunkt. Im Oberallgäu können leichte Schneeschauer auftreten. Dagegen bleibt es im restlichen Allgäu bei Regen. Morgen Vormittag steigen die Temperaturen nur minimal an. Plus 1 Grad sind höchstens drin, im Oberallgäu bleibt es bei 0 Grad. Im gesamten Allgäu ist es bewölkt, auch Schnee bringen die Wolken mit sich. Hin und wieder spitzelt im Unter-, Ost- und Westallgäu mal die Sonne raus. Am Nachmittag ändern sich auch die Temperaturen nicht groß, nur im Westallgäu sinkt das Thermometer wieder auf 0 Grad. Im Unterallgäu wird der Schnee vom Vormittag zu Schneeregen. Im restlichen Allgäu schneit es weiter. Auch in den Skigebieten ist Neuschnee zu erwarten. Im Gebiet Ofterschwang-Gunzesried wird es allerdings mit bis zu 10 Grad beinahe frühlingshaft warm. Dasselbe gilt für Bolsterlang mit bis zu 8 Grad. In den restlichen Skigebieten bleiben die Temperaturen aber unter dem Gefrierpunkt. In den nächsten Tagen schneit es erstmal weiter. Hin und wieder schafft es die Sonne aber, durch die Wolkendecke zu brechen. Die Höchsttemperaturen am Donnerstag liegen bei 3 Grad, am Freitag dagegen nur bei 1 Grad. Am Samstag steigen die Temperaturen dann auf bis zu 9 Grad. Und auch der Schneefall lässt etwas nach. Wenn WhatsApp-Gruppen zu Hassgruppen werden, durch soziale Netzwerke und Nachrichtendienste hat sich Mobbing in den letzten Jahren gewandelt. Vor allem für Schüler ist das ein Problem. Betroffene haben auch zu Hause keine Ruhe vor den Tätern. Der psychische Druck bleibt dauerhaft bestehen. Polizeihauptmeister Marius Fromme geht regelmäßig in Schulen und spricht mit den Kindern und Jugendlichen ganz offen über Mobbing und die Folgen für die Opfer.
Und ebenso offen hat er mit Luisa Hamelbeck über das Thema gesprochen. Sicher im Alltag und mit Sicherheit gut unterwegs. Unter diesem Motto läuft seit September 2019 eine Vortragsreihe des Polizeipräsidiums Schwaben-Südwest. Ein Thema dieser Vorträge ist Mobbing. Und darüber spreche ich jetzt mit Polizeihauptmeister Marius Fromme. Hallo, Herr Fromme. Grüß Gott. Da würde ich jetzt erstmal als erstes gerne wissen, was ist denn Mobbing überhaupt? Kann man das klar definieren? In meinen Augen nicht wirklich. Es gibt da verschiedene Definitionsversuche. Einer, der passt eigentlich relativ gut, das ist das Tyrannisieren einer Person über einen längeren Zeitraum. Es ist ein massives Kräfteungleichgewicht zwischen Täter und Opfer. Das Opfer kann sich die Rolle nicht aussuchen. Der Täter sucht sich das Opfer aus. Das können positive Eigenschaften sein, negative Eigenschaften. Das klassische Beispiel ist hierfür, der gute Schüler wird als Streber tituliert, der schlechte als Loser. Im Endeffekt hängt es nicht von Seiten des Opfers ab, sondern es ist nur Auswahl des Täters. Meistens geht halt ein Konflikt voraus. Ja, wo ist denn dann da die Grenze zwischen Konflikt und Mobbing? Wo hört ein normaler Konflikt auf und wo beginnt Mobbing? Schwierig zu sagen. Ich bin der festen Überzeugung, der einzige Unterschied ist dieses Machtungleichgewicht. Wenn man einen Konflikt hat, zueinander, miteinander, wie auch immer, dann ist es, die Sache eigentlich so, der geschieht auf Augenhöhe. Unter Umständen können sich auch Täter und Opfer danach versöhnen und die Sache ist aus der Welt geschafft und gut. Bei Mobbing, was über einen längeren Zeitraum geht, funktioniert das nicht, weil da weder die Macht der Masse ist. Diese Attacken hören nicht auf. Er kann sich oder sie kann sich überhaupt nicht wehren dafür. Wo tritt denn Mobbing am häufigsten auf? In Zwangsgemeinschaften, sage ich mal. Dort, wo Leute zusammen sind und im Endeffekt nicht ausweichen können. Das klassische Beispiel ist Schule. Für die Schüler herrscht Schulzwang. Sie müssen im Unterricht da sein. Sie können den Attacken des Opfers nicht aus dem Weg gehen. Berufswelt ist genau das Gleiche. Und ein weiterer Aspekt, wo ich nennen würde, wäre, wo eben, ja, wie soll ich sagen, ein gewisser Kampf um Anerkennung herrscht, wo auch in gewisser Weise Beurteilungen eine Rolle spielen. Und mit Mobbing kann ich, wie gesagt, einen Widersacher, der besser ist als ich, anders als ich, der irgendwas mehr hat, ausschalten. Da spielen ja jetzt heutzutage gerade in der Schule auch die sozialen Netzwerke eine große Rolle. Wie hat sich da das Mobbing dadurch verändert? Ich denke mir mal, früher war, wenn Mobbing passiert ist in der Schule, zumindest am Nachmittag Ruhe. Aber heutzutage, da fast 99,9% aller Schüler ein Smartphone besitzen, hört es nicht auf. Das geht 24 Stunden, 7 Tage die Woche, nachts teilweise auch, selbst wenn sie sich aus sozialen Medien zurückziehen und nicht mehr daran teilnehmen wollen. Sie kommen am nächsten Tag in die Schule, der Freund erzählt dann, hast du schon gehört, hast du das gesehen und so weiter und so fort. Was macht denn das mit den Betroffenen? Was sind das für psychische Folgen, die sie da davon tragen? Das fängt an von Schulmeidung, dass sie nicht mehr in die Schule wollen, vielleicht Mama auch vorspielen, oh, heute früh ist mir einfach schlecht, ich habe Kopfweh, ich möchte nicht in die Schule. Leistungsabfall in der Schule, weil unter diesem ständigen Stress und Terror keine Leistung gezeigt werden kann, das ist ganz natürlich. Das geht über psychosomatische Störungen, Rückzug in eigene Welten. Auch Suchtwelten sind da eine Möglichkeit, sich dahingehend zurückzuziehen, seinen Kummer quasi zu ertränken oder mit anderen Substanzen eben zu dämpfen. Und es kann bis zum Suizid führen. Und was kann ich da als Betroffene tun? Wie handle ich da am besten? Wichtig ist, Mobbing öffentlich machen. Mobbing ist jetzt nichts Geheimnisvolles, ist jetzt nichts Peinliches. Es ist zwar für die Opfer ein Riesenschritt, den Eltern sich zu offenbaren, der Schulsozialarbeiterin sich zu offenbaren, den Lehrern und vielleicht auch der Polizei. Aber wichtig ist es, dem Täter zu sagen, nein, mit mir nicht, ich möchte das nicht. Oftmals werde ich gefragt, jetzt sollte man nicht das Gespräch führen mit den Eltern des Täters. Das kann funktionieren, das kann aber auch sauber in die Hose gehen. Mobbing auf keinen Fall ignorieren, der Täter, für den ist ein Ansporn, der macht weiter. Und wann ist der Punkt gekommen, wo ich zu Ihnen zur Polizei gehen sollte? Das muss jeder für sich selbst empfinden. Es gibt quasi an den Schulen verschiedene Möglichkeiten, Mobbing-Interventionen eben anzuwenden. Klassisch ist No-Blame-Approach,
Eine weitere Methode ist Faster, die ist eher TT-indiziert. Aber ich finde, alles, was eine Schädigung beim Opfer hervorruft, sollte angezeigt werden, auch wenn es strafunmündige Kinder sind. Wir führen ja dann auch mit denen Erziehungsgespräche und sagen ihnen dann auch, jetzt überleg dir mal, was das machen würde mit dir und so weiter, also Empathieschulung. Das nächste ist, wenn Mobbing stattfindet, sind die Smartphones, die Tablets oder die Computer gleichsam Tatmittel. Sie würden ja wahrscheinlich auch nicht einem Einbrecher wieder sein Einbruchswerkzeug zurückgeben oder dem Mörder die Pistole. Im Endeffekt sind die Smartphones dem gleichzusetzen. Aber das funktioniert nur bei strafmündigen Tätern ab 14 Jahren. Sie gehen ja auch selber in Schulen. Was genau machen Sie da mit den Schülern? Ja, ich versuche mit denen ins Gespräch zu kommen. Ich halte Unterrichte zu verschiedenen Themen, Gewalt, Eigentum, Zivilcourage, neue Medien, Sucht, interkulturelle Kompetenz, Deeskalation, Demokratieerziehung, Extremismusprävention. Und ich versuche die Schüler eben dort abzuholen, wo sie eben sind, in ihrer Lebenswelt. Ich halte keine Vorträge, ich möchte mit ihnen ins Gespräch kommen und über verschiedene Sachen diskutieren. Und das Wichtige ist für mich, auch von den Schülern einfach ihre Probleme zu erfahren und ihnen Hilfestellungen zu geben, wie sie damit umgehen können, wo sie sich Hilfe suchen können. Und dass Mobbing öffentlich machen kein Petzen ist, sondern Hilfe. Und wenn man Mobbing-Opfer ist, ist Hilfe suchen nicht ein Zeichen von Schwäche, sondern in meinen Augen ein Zeichen von Stärke. Herr Fromme, vielen Dank für das interessante Gespräch. Gerne. Wenn man zwei gesunde Beine hat, dann macht man sich über Barrierefreiheit keine großen Gedanken. Was aber, wenn man auf Krücken, Rollator oder gar einen Rollstuhl angewiesen ist? Von Seiten der Politik wird oft versprochen, dass etwas passiert. Am Bahnhof in Kaufbeuren ist davon nicht viel zu sehen. Noch. Bleiben Sie dran für die ganze Geschichte. Skijuwel Alpbachtal Wildschönau. Wir feiern 50 Jahre Glücksspirale mit der Jubiläums-Sonderauslosung am 7. März. 200 mal 5.000 Euro extra. Auf in den Urlaub mit Reisemobile Oberbayern. Ob Kauf oder Miete, wir haben für jeden den richtigen Caravan oder Wohnwagen. Alles drumherum gibt's im großen Zubehörshop und bei Problemen hilft unsere Werkstatt. Reisemobile Oberbayern in Landsberg direkt an der A96. Küchenmeier, die Küchennummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich! Panik vor dem Zugfahren. So weit ist es bei Ursula Tschörtner und Gudrun Dierbach inzwischen gekommen. Sie wohnen in Kaufbeuren und sind beide gehbehindert, sind auf Krücken bzw. den Rollstuhl angewiesen. Damit ist es für sie am Kaufbeurer Bahnhof schier unmöglich, mal noch schnell das Gleis zu wechseln oder auch nur kurz die Toilette zu nutzen.
Was die Barrierefreiheit angeht, mangelt es dem Bahnhof nämlich an allem. Nun gibt es neue Hoffnung, dass in den kommenden Jahren ein Umbau stattfinden könnte. Schon am Eingang des Bahnhofsgebäudes in Kaufbeuren fängt es an. Automatische Türen gibt es hier keine. Das stellt Gudrun Dierbach in ihrem Rollstuhl bereits vor große Probleme. Die Tür öffnen und dann hindurchfahren, ohne Hilfe fast unmöglich für sie. Zum Gleis 1 geht's dann einfach durch das Gebäude durch und raus auf den Bahnsteig. Die anderen Gleise sind aber nicht so leicht zu erreichen. Probleme gibt es am Bahnhof Kaufbeuren diverse für Menschen mit Behinderung. Zum Nachteil der Menschen mit Behinderung ist natürlich die Ungerechtigkeit, dass Menschen mit Behinderung hier überhaupt nicht teilhaben können. Sie können zum Beispiel nicht so wie jeder andere unangemeldet eine Reise antreten. Sie müssen das vorher anmelden, am besten 2 bis 3 Tage bei dem Mobilitätsservice, dass zum Beispiel Menschen mit Rollstuhl oder Rollator unterstützt werden. Denn die Gleise 2 bis 4 sind nur durch einen unterirdischen Durchgang zu erreichen. Nach unten führen aber nur Treppen. Aufzüge gibt es hier keine. Ich hätte Panik, wenn ich jetzt fahren müsste. Ich muss ganz vor, da müssen sie die Gleise sperren, damit ich ganz davor bei dem Häuschen über die Gleise komme. Dann muss die ganze Strecke wieder zurück. Und dann, wie es schon war, warte es ewig auf die Hebebühne, dass du in den Zug reinkommst. Bis zum Ende des Bahnsteigs müssen Gehbehinderte, um auf den nächsten Bahnsteig zu kommen. Für die Überquerung müssen natürlich die Gleise gesperrt werden. Den ganzen Weg auf der anderen Seite dann wieder zurück. Und dann erst mit Hilfe der Hebebühne und einem Mitarbeiter der Bahn in den Zug steigen. Das kostet ordentlich Zeit und Nerven. Ansonsten haben wir natürlich jetzt zurzeit auch das Problem, dass es keine Ansagen gibt, welche Züge einfahren in den Bahnhof und damit Menschen mit Sehbehinderung benachteiligt sind. Seit fast einem Jahr sind die Lautsprecher nun schon defekt. Ein weiteres Problem: Am Bahnhof sind zwar Behindertentoiletten ausgeschildert, auffindbar sind sie aber nicht. Schon seit Jahren setzt sich der Oberbürgermeister Stefan Bosse für den barrierefreien Umbau des Kaufbeurer Bahnhofs ein. Dieser wurde nun vom Freistaat Bayern mit höchster Priorität nach Berlin gemeldet. Denn von Seiten des Bundes gibt es nun ein neues Ausbauprogramm zur Barrierefreiheit für Stationen mit bis zu 4.000 Fahrgästen pro Tag. Das heißt ganz konkret, der Freistaat Bayern hat im Regierungsbezirk Schwaben 2 Bahnhöfe angemeldet und einer davon ist Kaufbeuren. Ich bin zuversichtlich, dass wir da jetzt reinkommen und dass dann so etwa 2023, 2024 mit dem barrierefreien Umbau der Bahnsteige begonnen wird. Das wird etwa 10 Millionen Euro kosten. Und idealerweise findet zum selben Zeitpunkt dann der Neubau des Bahnhofs statt. Da arbeiten wir seit 12 Jahren dran und werden immer wieder vertröstet. Und wir sind jetzt, denke ich, ganz nah dran, dass wir das auch hinbekommen, dass auch der Bahnhof neu gebaut wird. Abgesehen von der Barrierefreiheit besteht beim Bahnhofsgebäude auch genereller Handlungsbedarf. Es ist einfach in die Jahre gekommen. Der Kaufbeurer Bahnhof sollte bereits seit 2008 erneuert werden. Zunächst wollte das die Bahn selbst machen, hat ja auch Pläne präsentiert vor der Bürgerschaft. Dann wurde aber festgestellt, es ist für die Bahn zu teuer und sie wollen den verkaufen und das soll über ein Investorenprojekt verwirklicht werden. Allerdings hat sich der Verkauf immer weiter verzögert. Dieses Förderprogramm, das jetzt die Bundesrepublik Deutschland aufgelegt hat, das führt dazu, dass die Bahnsteige barrierefrei erschlossen werden. Aber es macht aus meiner Sicht keinen Sinn, wenn wir ein altes Bahnhofsgebäude haben, das selbst nicht barrierefrei ist, allein schon durch die Flügeltüren und andere Dinge, und dann hier Geld für Barrierefreiheit ausgegeben wird. Das müsste verzahnt werden, das sollte ineinander greifen. Und da arbeiten wir jetzt drauf hin. Über die Aufnahme Kaufbeurens in das Ausbauprogramm muss der Bund nun erst noch entscheiden. Morgen blicken wir in die Zukunft. Der Countdown läuft nämlich in Oberstdorf. Die nordische Ski-WM beginnt in 365 Tagen. Wie die Veranstalter sich darauf einstimmen, das haben wir morgen unter anderem für Sie. Bis dahin lassen Sie den Fasching gut ausklingen. Wir sehen uns morgen. Schönen Abend.